Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mess- und Regelungstechnik. Die heutige Lektion handelt von Stabilität. Wir setzen damit die Beantwortung der Frage fort, uns ein Fragezeichen vorstellen. Wie wählen wir den passenden Regler aus? Was müssen wir tun? Welcher Regler passt für unser System? Mit dieser Frage haben wir uns beim letzten Mal auch schon ein bisschen beschäftigt und beim vorletzten Mal, wo es um die einzelnen Regleranteile geht. Und heute wollen wir gucken, unser Stabilitätskriterium angucken, fragen, was ist Stabilität? Ich zeige Ihnen ein negatives Beispiel, hier ein ganz prominentes Beispiel. Ich zeige Ihnen auch, wie man Stabilität ganz leicht beurteilen kann. Und wir werden uns dann nochmal mit dem Bode-Diagramm beschäftigen und reingucken, was man dann da mit Stabilität ablesen kann. Und das ist auch dann schon unser erstes Regler-Auslegungsverfahren. Hauptthema heute in der Lektion ist Stabilität. Wir sind ja schon ziemlich tief drin in der Regelungstechnik und wir nähern uns auch schon so ein bisschen dem Ende. Vor allen Dingen klären wir ja hier schon seit Anbeginn, wo wir uns über stetige Regler unterhalten haben, mit der Frage, ja, wie lege ich denn Regler aus, was muss ich denn machen, welcher Regler passt zu meinem System? Und da ist heute das Thema Stabilität ganz, ganz entscheidend, denn wir wollen ja Systeme bauen, die sich stabil verhalten. Was das heißt, sehen wir gleich. Und ja, die Reise beginnen wir mit diesen Kriterien. Das ist der Inhalt der nächsten beiden Lektionen. Da behandeln wir die Kriterien, anhand derer wir entscheiden können, passt der Regler, wie gut passt er und müssen wir vielleicht nochmal einen anderen verwenden. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns dann danach mit den Regler-Auslegungsmethoden kennenlernen, auch wenn wir heute im Bereich Stabilität auch schon die allererste Regler-Auslegungsmethode kennenlernen werden. Ja, die Frage ist ja, wir haben schon kennengelernt, welche Regler es gibt, P, PI, PID, aber dann ist die Frage, ja, wann nehmen wir denn welchen? Und wenn ich den gefunden habe, dann muss ich ja wissen, ja, welche Parameter stelle ich denn ein? Wenn ich weiß, der PI-Regler ist der, der funktionieren könnte oder der funktionieren wird, das gleichungsmäßig kann man das feststellen, dann muss ich ja noch die richtigen Parameter finden, dass er auch gut funktioniert. Und da nimmt man sich Kriterien zur Hilfe. Sie sehen schon, wir fangen mit dem obersten heute an, Stabilität. Das nächste ist dann das Führungs- und Störverhalten. Wie reagiert der Regelkreis auf Führungsgrößenänderungen? Das ist das, was der Nutzer, was wir vorgeben. Oder auf Störverhalten, wenn von außen also Störgrößen, Größen einwirken auf unseren Regelkreis, dann soll der Regelkreis diese ja auch gut wegkompensieren. Deswegen geht es hier um das Störverhalten. Dann kommt noch das Einschwingverhalten, wenn Regler einschwingt. Das werden wir in der nächsten Lektion zusammen betrachten hier. Und auch das Thema Robuster werden wir noch anreißen, aber nicht in dieser Lektion. Nämlich die Frage, wenn sich Parameter ändern von unserem System, dann soll unser Regler ja trotzdem funktionieren und möglichst auch lange funktionieren. Das ist das Thema Robustheit. Jetzt zeige ich Ihnen ein ganz, ganz schönes Beispiel, aber auch tragisches Beispiel. Wir reden über die Tacoma Narrows Brücke in den USA. Die ist nämlich kollabiert. Ich starte mal das Video hier aus Wikipedia. Ganz, ganz alter Film. Was man jetzt sieht, ist, es gibt einen konstanten Wind. Das wird auch nochmal in diesem Video da unten besser erklärt. Und der regt diese Brücke zu Schwingungen an. Und da sehen Sie mal, wie flexibel Beton und Asphalt sein können. Es ist unglaublich. Und obwohl der Wind jetzt hier von der Seite kommt, und stationär wirkt, das ist ja so keine Resonanz, die dann durch den Wind hervorgerufen wird, sondern die Brücke schwingt, schaukelt sich aber auf, das System hat zu wenig Dämpfung. Wir sehen, es ist also nicht stark genug gedämpft, es ist ein PT2-System, es schwingt ja hin und her, ist nicht stark genug gedämpft und erreicht deswegen Amplituden, ja, die nicht gesund sind für die Brücke. Das sehen wir jetzt in den nächsten Bildern. Ich glaube, alle Menschen sind schon runter von der Brücke hier. Aber wir sehen jetzt gleich, was da passiert. Ist klar, irgendwann sind die physikalischen Grenzen erschöpft und das Ganze kollabiert. Ist der Wahnsinn. Eine Brücke, die wahrscheinlich viele, viele Jahre gebaut hat zum Bauen, in wenigen Momenten kaputt gegangen. Und das wollen wir versuchen zu vermeiden. Wenn wir ein System bauen in der Regelungstechnik, dann wollen wir genau gucken, vorher schon, kann das vermieden werden? Hält unser System das aus? Wie müssen wir den Regler auslegen, damit wir stabile Systeme kriegen? Wir haben ja Systeme, die wir beeinflussen können. Wir können ja sogar instabile Systeme wie sowas stabilisieren durch einen Regelkreis. Wir haben auch über Raketen gesprochen oder Segways. Wenn ich ein instabiles System habe, was ohne Regler umkippt, nicht funktioniert, dann kann ich das durch intelligente Regler stabilisieren.
das ist jetzt mal so eine Einstellung von Stabilität. Wir haben uns damals schon in einer vergangenen Lektion beim PT2-Verhalten war das drüber unterhalten, was es für Bereiche gibt in der SHB-Ebene. Komme ich auch gleich noch zu. Wir sehen hier was Stabiles. Hier sehen wir dieser Kegel in Form einer Eiswaffel. Das ist stabil. Der ist in einer sicheren Lage hier stabil gehalten. Das ist stabil. Sowas da drüben, wenn dieser Kegel hier auf so einer glatten Fläche steht, ist natürlich instabil, kann sofort umkippen. Die leiseste Änderung hier an der Neigung oder mit einem Wind wird dazu führen, dass das Ganze umkippt. Ja, das Bild hier liegt jetzt, diese Waffel, und man sieht, die kann hin und her rollen hier. Das ist also dann neutral oder man nennt das auch grenzstabil. Sehen wir auch gleich nochmal, Sie ahnen vielleicht schon, wir haben das schon mal eingetragen, in der sogenannten S-Halbebene im komplexen Diagramm, gucken wir gleich nochmal. Es gibt eine ganz einfache Definition für Stabilität, ich habe uns hier nochmal einen Regelkreis dazu aufgemalt. Die steht hier, nämlich ein stabiles System ist ein dynamisches, alles was wir machen sind ja Bewegungen, bewegte Systeme, sonst bräuchte man das nicht, aber es ist ein dynamisches System, das auf ein beschränktes Eingangssignal, das male ich mal hin, ein beschränktes Eingangssignal hier, Benutzereingabe, B, Benutzer. Und über der Zeit wäre zum Beispiel so ein Sprung. Mach einen Sprung. Ist beschränkt, steigt also nicht über einen bestimmten Wert, das wäre beschränkt. Wenn dann mein System hier auch mit einem beschränkten Ausgangssignal antwortet, also hier, wenn wir uns so ein X vorstellen, es macht irgendwas, das geht natürlich hier nicht, ist klar, aber wenn wir eine Grenze nicht überschreiten, wenn es da eine Grenze gibt, dann ist das beschränkt und dann ist unser System stabil. Instabil hingegen wäre das, machen wir mal hier in grün, also das wäre alles stabil. Instabil sind Signale, die dann hier so nach oben wegdriften, also hier größten, die nicht beschränkt sind, wo es also immer, immer weitergeht, das hier ist dann instabil. Ja, zur Nomenklatur noch, man verwendet zwei Begriffe von Regelstrecken. Es gibt dann Regelstrecken, sogenannte Regelstrecken mit Ausgleich und ohne Ausgleich. Und wenn wir uns das Ganze jetzt vorstellen mit einem Einheitssprung am Eingang, das heißt, wir nehmen jetzt mal, ich wollte blau haben, wir nehmen mal hier eine Regelstrecke so und so, versorgen diese beiden hier mit einem Einheitssprung. Passt jetzt platzmäßig nicht ganz gut hin, aber das macht jetzt nichts. Eingang und über der Zeit. Und wir machen hier mal einen Einheitssprung. Ein beschränktes Eingangssignal schicken wir rein. Gucken wir uns mal an, was passiert. Und dann würde jetzt hier vorne, also nennen wir das mal V mit Ausgleich und V ohne Ausgleich und das beides hier in einem Diagramm. Das wäre dann die Sprungantwort, weil wir einen Sprung eingeleitet haben. Ich mache aber hier gleich noch die beiden Variablen hier dran, die beiden Ausgänge für mit und ohne Ausgleich. Mit Ausgleich heißt also, der Ausgang strebt bei konstantem Eingang auch gegen einen konstanten Wert. Das bedeutet zum Beispiel ein PT2, hier das schwingt, aber dann gegen einen konstanten Wert strebt, dann wäre das hier ein Mitausgleich. Ohne Ausgleich, machen wir nochmal grün, das wäre das, strebt nicht gegen einen Wert, steigt immer weiter an, instabil. Zum Beispiel, obwohl das manchmal auch sogar grenzstabil ist, aber das wäre instabil, das wäre jetzt grenzstabil und so weiter. Also grenzstabil, instabil oder grenzstabil. Da kommt es dann aufs Verhalten an. Es gibt nämlich Übertragungsfunktionen, die haben eine dauerhafte Schwingung. Dann kann man sagen, okay, es nähert sich aber keinem an, aber es steigt auch nicht weiter an, ist also so ein Mittelding. Aber es gibt auch Übertragungsfunktionen, hier zum Beispiel, machen wir wieder ein Blau weiter. Wenn ich hier
ein I-Verhalten habe, also irgendwie 1 durch S, das steigt nämlich an, das ist diese Gerade hier, das wäre ein 1 durch S oder ein doppeltes I-Verhalten, mache ich mal hier ein Komma hin, oder 1 durch S Quadrat, das wäre dann so ein quadratischer Verlauf, das sind alles instabile oder dann grenzstabil, weil dieses 1 durch S, da sehen wir schon, hier die Nullstellen, die liegen, das ist dann die nächste Darstellung, die liegen im Ursprung beim Realanteil gleich 0, sind also grenzstabil, aber wir sehen hier, sind Regelstrecken ohne Ausgleich, weil die nicht beschränkt sind. So, und das sehen wir auch nochmal in der nächsten Darstellung. Und bevor ich die Darstellung gleich zeige, erstmal formelmäßig den Zusammenhang. Wir haben das schon gemacht beim Zeichnen dieser Polstellen, aber hier ist das Wichtigste, das einfachste Kriterium, um Stabilität festzustellen. Und zwar nehmen wir nämlich eine Übertragungsfunktion uns zur Hilfe. Und dann haben wir gelernt, diese Übertragungsfunktion ist immer dann stabil, wenn alle Nullstellen des Nenners, das sind ja gleich die Polstellen, also die Nullstellen hier, Nullstellen des Nennerpolynoms gleich Pole oder Wurzeln des Systems. Wenn die alle negative Realanteile besitzen, dann ist unser System stabil. Und da brauchen wir diese Darstellung hier nochmal von unserem S. Wir sagen, S ist ja hier ein Realanteil plus ein Imaginäranteil. Das ist dieses Omega. J ist ja die komplexe Zahl und Omega ist dann unser komplexer Anteil. Das sehen wir nochmal in der nächsten Darstellung. Wir haben ja gelernt, dass wenn wir hier das komplexe Zahlendiagramm aufmachen, dann wäre hier die imaginäre Achse, hier die reelle Achse. Dann ist also alles das, was hier vorne der negative Realanteil ist, das ist alles stabil. Da drauf, wo jetzt die Pfeilspitze zeigt, also nur hier, ist grenzstabil oder neutral. Und da drüben alles, was jetzt überhaupt, egal wie positiv, reicht auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen positiv. Und sofort ist unser System instabil. Denn wenn Sie umkippen zum Beispiel, dann wollen Sie nicht wissen, ob Sie nur ein ganz bisschen umkippen oder nur ganz stark umkippen. Sobald Sie einmal umkippen, sobald so ein Besenstiel zum Beispiel, den Sie auf dem Boden balanciert haben oder hier so eine Eisform umkippt, ist vorbei. Dann kippt sie ja immer weiter um und das System wird, wenn wir Pech haben, zerstört. Es sei denn, wir haben genug Dämpfung, dann kann es auch sein, dass man Systeme hat, die dann nicht kaputt gehen, aber ist auf jeden Fall ein unerwünschtes Verhalten. Ja, und dann kriegen wir noch einen ganz wichtigen Begriff, um uns langsam dem Bode-Diagramm zu nähern. Das ist nämlich die sogenannte Phasenverschiebung. Und diese Phasenverschiebung, ja, ist so ein sperriger Begriff, deswegen möchte ich Ihnen den jetzt mit dieser Folie noch etwas ausführlicher erläutern. Und einfach mal so ein Gedankenexperiment machen. Wir könnten jetzt ein System nehmen, zum Beispiel hier ein P-Regler, vielleicht hier eine Heizung, dann wäre das ein PT1-Verhalten. Und hier vielleicht ein Sensor, der auch eine Verzögerung hat, PT1. Worauf Sie jetzt vielleicht schon, worauf das Ganze hinausläuft, merken Sie vielleicht schon, ist, wenn das System hier angeregt wird, Sie stellen mal ein, ich hätte gerne Temperatur von, der Regler reagiert und soweit Heizung heizt, das Raum wird warm und irgendwann merkt auch, dass der Sensor, dann dauert das eine Weile, bis der Raum warm wird, bis der Sensor das merkt. Und dann ist die Frage, zu welcher Zeit kommt meine Rückführgröße zurück, zu welcher Zeit habe ich hier was gefordert. Also sehen, bei hochdynamischen Vorgängen ist das interessant. Aber hier geht es um Phasenverschiebung, ist sehr praxisrelevant, komme ich gleich drauf. Da möchte ich Ihnen auch einmal eine schöne Darstellung zeigen. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir hätten einen Raumtemperaturverlauf. Das ist vielleicht bei der Raumtemperatur nicht ganz so ein passendes Beispiel, aber ich wollte jetzt auf jeden Fall einen Sinus zeichnen, weil man da gut den Phasenverlauf zeigen kann. Also, das soll mal hier die Sollgröße sein. So soll der Raum laufen, so warm soll er sein. Wir wollen vielleicht nachts es kühler haben, tagsüber wieder wärmer. Könnte sein. Also, einfach nur eine fiktive Kurve. Und jetzt kommt es, das ist dann unsere Führungsgröße W. Und jetzt müssen wir einmal gucken, wann die kommt hier
unsere Rückführgröße zurück, also hier W blau. Wir haben ja schon gesagt, es gibt hier Verzögerungen, das heißt, es gibt eine Verspätung im Signal. Und wenn ich das hier so fortsetze, dann darf ich nämlich auch hier vorne so anfangen und wir sagen mal, wir haben keine bleibende Regeldifferenz, ich erreiche also hier die gleiche Höhe, dann wäre das meine Rückführgröße. Und dann sehen Sie jetzt die Phasenverschiebung. Die Phasenverschiebung ist die Verschiebung dieser beiden Zeitpunkte hier. Von da bis da, das ist die Phasenverschiebung. Die bezeichnet man oft auch mit einem Winkel. Ich habe hier mal Phi genommen. Ja, und Sie sehen, wir können das Ganze auch in der Zeit umrechnen. Das möchte ich jetzt einmal mit Ihnen machen, wenn wir da einen Phi haben. Also Beispiel, Phi ist gleich und man nennt das auch negativ, wenn nämlich der Ausgang später ist. Das mache ich hier nochmal als grünen Hinweis. Also, das bedeutet, ist einfach so die Definition, Ausgang später als Eingang. Also mein Ausgang ist verzögert, erwartungsgemäß. Wenn ich hier was vorgebe, dann dauert das, bis der Raum das einstellt. Da habe ich also einen Verzug zwischen soll und ist. Und das kann man jetzt umrechnen in Zeit. Dafür möchte ich Ihnen einmal mitgeben und sagen, dieses Delta Phi, das war das vielleicht als Formel, Delta Phi, dann nehmen wir das als Phi. Machen wir hier ein Delta hin. Also das wäre eine Differenz, ein Phasenwinkel. Und wenn wir sagen, der Phasenwinkel zur gesamten Phase, eine Phase sind 360 Grad, der entspricht also einer Zeit Delta T durch unsere Schwingungsperiode. Also wenn ich den Winkel vergleiche, deswegen gut, dass wir hier das nächste Maximum gezeichnet haben. Wir haben ja hier unser T, unsere Periodendauer unserer Schwingung. Das wäre dann unser T. Jetzt wollen wir wissen, was ist das für ein Zeitanteil? Wir könnten natürlich, wenn wir diese Skala haben, auch direkt nachmessen, weil das ja hier in Sekunden auch abzulesen ist. Oft ist aber nur der Phasenwinkel angegeben, gerade im Bode-Diagramm sehen wir gleich. Und um das in der Zeit umzurechnen, brauchen wir einmal die Periodendauer. Und dann können Sie nämlich sagen, Delta Phi, wenn Sie es haben aus dem Diagramm, durch 2 Pi, beziehungsweise dann müsste man hier, wenn Sie es hier in Grad haben, hier auch in Grad teilen. Wenn wir es in Radiant nehmen, hier durch Radiant, also es muss halt einmal geteilt durch diese Kreisbewegung sein, durch den Kreisumfang, durch den Kreiswinkel. Dann haben wir das ist dann die zeitliche Phasenverschiebung durch meine Periodendauer. Ja, das nur so zur Erklärung von Phasenverschiebung, was da das bedeutet. Also es bedeutet Zeitverzug und man kann das auch in Winkeln ausdrücken, weil das nämlich unabhängig davon ist, welche Zeitachse man hier genau verwendet. Und das können wir aus dem Bode-Diagramm dann schön rauslesen. Also verwenden da bitte, beachten Sie diese Formel, aber die ist so grundlegend, dass wir die auch nicht in der Formelsammlung brauchen, meines Erachtens, weil wir wissen, Zeitabschnitt pro Periodendauer ist auch Winkel pro 360 Grad oder 2 Pi. Ja, jetzt gucken wir nochmal ein interessantes Signal an, das machen wir mal grün. Jetzt sehen wir alles wunderbar, eine kleine Phasenverschiebung, aber was passiert, wenn die größer wird? Und jetzt mache ich es mal gegenphasig. Jetzt mache ich es mal genau phasenverschoben hier. Und die Regelungstechniker, die schon Regelungstechnik kennen, die kriegen schon Angstzustände. Sie merken, oh Mist, das eine war jetzt R bei Delta Phi gleich minus 5 Grad. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein R bei Delta Phi gleich minus 180 Grad. Ja, da möchte ich meine Stelle herausgreifen. Das können wir nochmal vielleicht mit einer noch anderen Farbe machen, nehmen wir schwarz. Wenn wir so eine Stelle herausgreifen, hier diese nehme ich jetzt raus und schreiben wir hier weiter. Sie könnten das vielleicht, wenn Sie Platz haben, unter diesem Diagramm machen. Nehmen das raus und dann stellen wir fest, W ist minus 1, R ist 1.
Ja, wenn wir jetzt den Regelfehler ausrechnen, ne, dann sehen Sie das. Das ist blöd, weil der Regelfehler, nehmen wir hier vorne nochmal, Fehler war W minus R. W minus R. Und wenn ich das jetzt einsetze, minus 1 minus 1 gleich minus 2. Machen wir hier einen roten Blitz. Das ist gefährlich. Eigentlich von den Größen her passt es. Es ist nur so lange, so weit phasenverzogen, dass der Regler jetzt durcheinander kommt und denkt, oh Mist, Riesenregelverstärkung, ich muss nochmal richtig Gas geben mit der Heizung oder was auch immer Sie für ein System haben. Da wird es instabil. Das ist der Punkt hier bei diesen 180 Grad, wo ein System instabil wird. Deswegen gibt es da einen wichtigen Satz, den schreibe ich gleich dahin, wo das Schwarze ist. Nämlich diese Grenze minus 180 Grad. Wenn ich die überschreite, dann komme ich in dieses Gegenphasige. Und das ist wirklich der Tod jeden Regelkreises, jeden Systems. Ab dann wird es instabil. Denken Sie an die Brücke, was passieren kann. Also extrem kritisch. Das war jetzt 3 Schaltungen zu viel. Ich wollte gerne hier was wegmachen. Also, wir haben das gehabt. Wichtiger Satz ist jetzt aber, und da machen wir jetzt in Blau weiter, nämlich, dass der Phasenwinkel, ich schreibe mal hin, Phase, Sie verzeihen, dass ich das wegmache, Sie haben es ja wahrscheinlich schon verschriftlicht. Also, wichtig ist, dass die Phase von der Übertragungsfunktion, die wir beim Bode-Diagramm verwendet haben, wir haben ja in unserer Übertragungsfunktion die konstante Schwingung eingesetzt, auch hier reden wir von konstanten Schwingungen, deswegen J mal Omega eingesetzt, die Phase von G von J Omega und davon den Betrag, das muss kleiner als 180 Grad sein. Bitte ganz dick rot einkasten, steht auch in der Formelsammlung. Das ist das Auslegungskriterium für die Stabilität, man kann hier in der Phase das gut sehen. Und man betrachtet hier Betragsstrich, dann braucht man hier nicht auf Minus oder Plus achten. Also der Betrag darf nicht größer als 180 Grad werden. Was Sie dann nämlich haben, das sind dann praxisnahe Beispiele, ist zum Beispiel, wenn Sie mit extremem Schlafentzug oder Alkohol im Blut zum Beispiel Fahrzeuge bewegen, sei es ein Fahrrad oder ein Auto, dann haben Sie auch einen Zeitverzug. Der ist nämlich so groß hier, dass Sie hier als Regler was tun, am Fahrzeug lenken zum Beispiel, aber Ihre Bilderkennung ist so langsam, plus dann vielleicht am Aktor noch eine große Verzögerung, dass der Regeleingriff hier genau zur falschen Zeit kommt, eben hier gegenphasig und dann wird die Schwingung immer größer und ja, es kommt zum Unfall. Das gibt es auch in der Gewaltspirale, das sind alles so Regelkreise, die aus dem Ruder gelaufen sind. Ganz interessant. Also schauen Sie mal nach, Regelungstechnik, Gewaltspirale, da gibt es ganz, ganz interessante Beispiele. Da meine ich, hatte ich in der letzten Lektion auch schon mal einen Link drin. Ja, jetzt sind wir schon soweit und können zum Bode-Diagramm kommen. Vorher aber nochmal ein schönes Praxisbeispiel, ganz bekannt hier unter dem Namen Schweinezyklus, auch hier ein Bild aus Wikipedia. Da ist das nochmal erklärt. Der Schweinezyklus ist nämlich das Problem, dass Sie bei Schweinen, wenn Sie Fleisch verkaufen wollen, haben Sie einfach eine lange Dauer, die so eine Mast von Schweinen dauert. Bedeutet, wenn Sie jetzt als Händler sagen, oh, guck mal hier in der Nachfrage, hier haben wir riesen Nachfrage, ich habe hier also einen Mangel, jetzt wäre es doch super, Schweinefleisch zu machen. Das dauert aber, das bedeutet, wenn Sie hier loslegen, haben Sie Schweinefleisch vielleicht 12 Monate später. Da kommt es aber zu einem Überschuss. Jetzt haben Sie da viel Schweinefleisch, aber Sie sind jetzt auch wieder gegenphasig, deswegen gibt es ein Überangebot und deswegen sollte man vielleicht erst wenn Riesenangebot dann ist, dann schon Schweinefleisch mästen, züchten, wie auch immer, dass man dann hier was anbieten kann, wenn ein großer Mangel herrscht. Das ist dieser Schweinezyklus, deswegen vielleicht so bekannt vom Namen her, weil man sich das so gut vorstellen kann. Also Sie sehen, auch Phasenverschiebung ist in der Marktwirtschaft extrem wichtig. Und da vielleicht auch ein guter Punkt, sich das mal anzugucken, wie ist denn hier so der Verlauf, kann ich da vielleicht eine Periodendauer feststellen, aber das ist natürlich alles Kaffeesatzlesen. Das ist schon klar bei solchen Systemen. Ja, Sie sehen, extrem praxisrelevant, auch in der Wirtschaft. Ja, wenn wir jetzt Stabilität feststellen wollen,
dann gibt es hier ein paar Verfahren. Ich habe auch hier mal welche ausgegraut, die wir nicht betrachten und welche fett gemacht, die wir betrachten. Was wir ja schon betrachtet haben, haben Sie ja im Diagramm schon gesehen, ist die Analyse von Polstellen. Wenn wir Polstellen, wenn wir Polstellen analysieren in so einer Wurzelortsdarstellung in komplexer S-Ebene, können wir eben schön sehen, was ist instabil, was ist stabil und so weiter. Das wäre das Erste, haben wir also quasi schon gemacht. Das Zweite ist, das möchte ich jetzt gleich mit Ihnen machen, ist die Betrachtung von Phasen- und Amplitudenreserve. Ein bisschen sperrige Wörter, aber das sind gleich schon schöne Auslegungskriterien. Im Bodendiagramm kann man das schön sehen und dann eben sehen, wo ist man weg von dieser Grenze. Es gibt nämlich noch eine, die habe ich Ihnen bisher vorenthalten, weil wir dann nämlich das Thema Ortskurve hätten durchnehmen müssen. Das habe ich jetzt in dieser Vorlesungsreihe noch nicht drin. Deswegen haben wir nur von Phasenverlauf gesprochen und bisher nicht von irgendwie einer Amplitudengrenze. Ja, und es gibt ganz, ganz viele weitere, deswegen die Pünktchen hier von Verfahren zur Feststellung von Stabilität. Meines Erachtens brauchen wir die heute aber nicht. Wir haben einen Computer, wir können eben ganz viele Systeme dort ausmessen, analysieren, Sachen hin und her schieben. Da braucht man keine Verfahren, die uns das händisch möglich machen. Ja, jetzt sind wir soweit. Kommen wir zum Bode-Diagramm. Ja, dieses Stabilitätsverfahren nutzt das Bode-Diagramm, heißt aber Stabilitätsverfahren nach Nyquist. Das ist ein Nyquist-Kriterium, was man dann durchgeht. Und zwar gibt es da noch eine Einsatzbedingung, wann man das anwenden kann. Und zwar nimmt man an, dass der offene Regelkreis, das ist also ein Regelkreis ohne Rückführung, sprich gar kein Regelkreis mehr, ohne Rückführung, soll heißen, man hat die Rückführung gekappt. Das haben wir auch hergeleitet bei dem Signalflussplan. Schauen Sie sonst in die Lektion Signalflussplan. Da haben wir die Rückführung berechnet und auch dieses G offen drin gehabt. Das ist nämlich wirklich die Übertragungsfunktion, zum Beispiel aus Regler und Strecke zusammen ohne Rückführungskanal. Dann wäre zum Beispiel GO wäre dann bei einem Standardregelkreis G Regler mal G Strecke. Ja, Einsatzbedingung ist, der ist stabil, alle Pole haben negativen Realteil, also man braucht dieses System, kann man nicht bei instabilen Systemen einsetzen, wie Sie sehen, aber man kann eben gleich schön die Grenzen sehen. Dann nimmt man noch an, dass der offene Regelkreis maximal zwei Polstellen in diesem kritischen oder nicht kritischen, aber in diesem besonderen Punkt hat, in dem Realteil gleich 0, also grenzstabil, hat also maximal zwei Polstellen, die grenzstabil sind. Dann macht man das so, dass man hier die Übertragungsfunktion bestimmt von dem, wenn man das nicht kann, weil Sie vielleicht nur ein System haben, wo Sie die Gleichung nicht kennen, dann können Sie das aber auch vermessen. Dann vermessen Sie das, natürlich möglichst so, dass Sie noch von den Stabilitätsgrenzen wegbleiben, also nicht direkt reinfahren, sonst würden Sie Ihr System vielleicht zerstören. Ja, und dann lesen wir gleich zusammen Amplituden- und Phasenreserve aus dem Bode-Diagramm ab. Und da muss man ein bisschen kreuz und quer denken. Phasenreserve ist die zusätzlich erlaubte Phasenverschiebung im offenen Regelkreis. Bevor, das ist jetzt das Interessante, man kann das im offenen Regelkreis betrachten, es gilt dann aber für den geschlossenen. Also man guckt sich an, was kann ich denn noch an Phasenverschiebung vertragen, bevor der geschlossene Regelkreis instabil wird. Und die Grenze war ja hier, sehen wir gleich auch nochmal, minus 180 Grad. Das war der kritische Punkt. Bei der Amplitudenreserve ist das ganz ähnlich. Gibt an, um wie viel man noch diese Regelverstärkung, deswegen klammert man oft die Regelverstärkung aus als Kp, wie oft man diese Regelverstärkung meistens mit Kp bezeichnet hier, erhöhen darf, hochdrehen darf, bevor der geschlossene Regelkreis instabil wird. Das ist genau das Gleiche. Und da ist nämlich wichtig, dass die Amplitude und die Regelkreisverstärkung, wo schreibe ich denn das hin? Ah, das sehen wir gleich im Bild besser. Machen wir im Bode-Diagramm. Also da gibt es eine Grenze, die ist nämlich bei 1. So, und ich habe Ihnen mal ein System gezeichnet, ich habe ein bisschen rumgetestet und irgendwie ein System gezeichnet, das nämlich eine Phasenverzögerung von kleiner minus 180 Grad erreicht. Da war ein bisschen Tüfteln notwendig, denn man sieht dann, ein PT1-System geht nur bis minus 90 Grad Phasenverschiebung, bleibt also immer stabil.
zumindest phasenmäßig. Beim PT1-System ganz genauso. Da geht es bis minus 180 Grad. Ich wollte aber ein System haben, was diese minus 180 Grad überschreitet. Und das war ja die eine Grenze, wo wir hier reingehen. Ja, das war das Gesetz, alles bitte immer betragsmäßig kleiner als 180 Grad. Das heißt also innerhalb hier von so einem Balken. Das war also hier der verbotene Bereich. Und dann geht man nämlich rein und guckt sich an bei dieser totalen Grenze der Phasenverschiebung, das ist hier, was macht da die Amplitude? Und da geht man ganz möglich senkrecht nach oben. Mache ich mal so. Dann geht man hier nach oben. Hat dann so einen Punkt. Und dann ist da die nächste Grenze hier die 0. Denn hier 0 dB bei Amplitude gleich 1. Das heißt, das, was vorne reingeht, kommt hinten genauso verstärkt rein. Wenn wir uns jetzt einen Regelkreis vorstellen, wollen wir das genau. Wir wollen die Fügungsgröße reingeben und hinten soll die Regelgröße genauso groß reinkommen. Also wenn wir ein 1 vorgeben, soll auch nur 1 rauskommen. Das heißt, die Verstärkung soll bei einem Regelkreis maximal 1 sein. Und deswegen ist dieser Bereich hier oben auch nicht erlaubt. Wie gesagt, wenn man das genau erklären muss, dann muss man sich das Thema Ortskurve nochmal näher anschauen, das wir jetzt hier nicht drin hatten. Da geht es nämlich auch um diese Übertragungsfunktion, die man sich dann als Ortskurve nochmal darstellt. Wenn man das also macht, dass man bei dieser Grenze reingeht, hier oben nach oben zieht und dann sieht man hier die sogenannte Amplitudenreserve. Das heißt, das hier, mach das mal so, das hier ist dann die Amplitudenreserve hier. Die kann man hier ablesen. Das richtig in Dezibel kann man sogar umrechnen in einen Faktor und der Faktor soll dann so zwischen 1,3 und 2,0 liegen. Dann ist man auf einer ganz guten auf einem ganz guten Auslegungspunkt. Ja, und Sie sehen, es geht jetzt bei der Phasenreserve genau andersrum. Da guckt man sich diesen kritischen Punkt an hier. Da war es ja kritisch und hier war es kritisch. Hier war die Grenze minus 180 Grad überschritten. Hier war die Grenze 0 dB bzw. 1. Hier sind wir hier in Dezibel überschritten. Und da gibt man dann runter und kann jetzt hier, strichel ich auch mal rüber, da lesen wir die Phasenreserve ab. Das ist also die Phasenreserve. Phasenreserve. Und Sie können schon erahnen, es gibt Tools, da geht das einfach automatisch. Sie verschieben die Verstärkung, dann schieben Sie diesen Plot nach oben oder nach unten. Oder Sie können auch das hier noch verschieben mit der Phase. Und dann wird Ihnen immer angezeigt, Phasenreserve ist so, Amplitudenreserve ist so. Und dann können Sie eben Pi mal Daumen das auslegen, die Phasenreserve so einstellen von den Faktoren her, dass sie größer 30 Grad sind hier, dieser Abstand. Und von der Phasenreserve hier bei Faktoren 1,3, 2,0. Das können Sie hier machen. Und deswegen ist das ein schönes Auslegungstool und zeigt uns auch gleichzeitig, wo sind hier die Randbereiche, ab denen es instabil wird. Ja, damit bin ich schon am Ende der Lektion. Sie haben gelernt, was ein stabiles System ist, wie es aussieht und wie man das auch hier im Bode-Diagramm schon direkt zur ersten Auslegung nutzen kann.